Einnahmen vieler Energieversorger sprudeln. Die EU-Kommission will die hohen Gewinne auf zwei Wegen abschöpfen. Versorger, die Strom günstig herstellen, sollen einen Strompreisdeckel bekommen. Öl- und Gaskonzerne sollen eine Abgabe auf kriegsbedingte Zufallsgewinne entrichten. Sie müssten demnach ein Drittel der Gewinne abgeben, die mehr als ein Fünftel über dem Durchschnittsgewinn der vergangenen 3 Jahre liegen. Klingt kompliziert. Durchgerechnet hat das Joel Tölgiers vom arbeitnehmernahen Momentum-Institut. Setzt Österreich die Kommissionspläne um, könne der Staat erhebliche Mehreinnahmen erzielen. Wir rechnen damit, dass für das Jahr hochgerechnet man da schon auf über 1 Milliarde Euro bei der OMV alleine kommen würde. Das liegt einfach daran, dass die OMV dieses Jahr sehr hohe Gewinne schreibt. Noch lauter klingelt die Staatskasse, wenn man die Einnahmen der Stromkonzerne mit 180 Euro pro Megawattstunde deckelt, wie von der Kommission vorgeschlagen. Die Konzerne müssten weitere Einkünfte abgeben. Die Höhe dieser Einnahmen für die Staatskasse sei abhängig von der Marktentwicklung des Strompreises, sagt Tölgiers. Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass sich die Preise so entwickeln, wie sie das zum Beispiel bisher getan haben in diesem Jahr, dann kommt man auf ungefähr 3,3 Milliarden Euro pro Jahr. Das ist aber wahrscheinlich noch sehr stark unterschätzt. Also das dürfte dann noch deutlich höher gehen, etwa auf ungefähr 7 Milliarden Euro pro Jahr. Macht insgesamt heuer mehr als 8 Milliarden Euro staatlicher Mehreinnahmen.